Moin Moin, seid gegrüßt. Schön, dass ihr wieder dabei seid, liebe Leute. Vielen Dank auf Reinschalten auf Twitch, danke auf YouTube. Moin Moin. Aber was Schönes, wir sind im November, wollen jetzt eigentlich den November gleich hinter uns lassen. Ich will jetzt oben die Kies-Mission, wollen wir noch schaffen. Und wir können natürlich sonst noch mal kurz reingucken, ob es noch neue Missionen gibt. Oh, jetzt habe ich aber wieder diesen komischen Fehler, ne? Ach, was ist das denn noch für ein Fehler? Ich habe das schon mal irgendwann irgendwo gesehen. Jetzt geht's wieder. Albert, du, vielen Dank für den 28. Monat. Moin Moin, danke dir für deinen Support. Danke, danke, danke. Ja, sowas mit der Camp-Woche, genau. Das war eine kleine Zusammenfassung von unserem Dortmund-Camp-Besuch, generell auch von Dortmund. Wir haben den Nachmittag immer noch ein bisschen was gemacht, noch als Ergänzung, falls es noch interessiert. Montagnachmittag waren wir nach dem Fußballcamp dann zusammen im Dortmund-Museum. Am Dienstag haben wir die Stadion-Tour gemacht nach dem Fußballcamp, von 16 bis 18 Uhr in dem Zeitfenster. Am Mittwoch sind wir nach dem Fußballcamp zusammen ins Kino gegangen, haben Super Mario Brothers geguckt. Hat das jemand von euch schon mal gesehen? Und mein Sohn mit 6,5 fiebert da so krass mit. Ist eigentlich noch ein bisschen zu jung dafür, obwohl der Film um 6 freigegeben ist, aber er steigert sich da so krass rein. Und Donnerstag haben wir den Dortmund Zoo besucht. Ja, und dann waren wir auch kaputt von der Woche und froh am Freitagabend, als wir Freitagabend wieder zu Hause waren, war eine kurze Übergabe, denn es war Abschlusszelten vom Kindergarten. Unser Sohn ist jetzt ja noch im Kindergarten, geht im Sommer zur Schule und gerade am Freitagabend war Abschlusszelten. Also habe ich mich ein bisschen beeilt, um von Dortmund wieder nach Hause zu kommen am Freitag. Praktisch, denn dann sind wir ausgestiegen, schnell noch ein paar Sachen zusammengetauscht und Shelly ist dann mit unserem Sohn wieder zack zum Zelten vom Kindergarten gefahren. Also, so ein Ding ist das nämlich. War eine spannende, aufreibende, anstrengende Woche. So, wo bin ich jetzt hier hängen geblieben? Ich weiß es nicht. Perfekte Vater-Sohn-Woche. So kann man es sagen, auf jeden Fall. Ja. Viel, viel, viel gesehen, viel erlebt. Den eigentlich noch? Nur noch ausleeren und wegstellen, ne? Wahrscheinlich hatte er den Vollstress. Ja, wobei auch nur den halben, weil Montag, Dienstag war unsere Tochter noch bei Oma, Opa. Also Shelly tatsächlich allein zu Hause. Aber dann auch ungewohnt. Auch nicht so Entspannung. Ja, doch auch in Gedanken immer bei den Verwandten dann. Bei Mann, Kind und so weiter ist. Und dann noch ein Negativereignis im Strobels. Strobels ist ja ein Restaurant praktisch direkt am Stadion, mit Blick auf Stadion. Auch eigentlich bekannt, weil ich glaube im Strobels werden auch teilweise diese ja, so Aufnahmen gemacht von Dortmund eben, so eine Show. Also mit Norbert Dickel, unserem Stadionsprecher und ehemaligen Spieler. Sagt wahrscheinlich nicht jedem was, aber den Dortmund-Fans wird es vielleicht noch was sagen. Schönes Restaurant eigentlich, nur hatten wir da ein bisschen Pech und zwar so eine blöde Hummel. Ja. Und war dann da irgendwie auf der Bank und mein Sohn hatte nachher sein Bein in die Richtung bewegt und die Hummel hat ihn dann ins Bein gebissen. Hummeln stechen ja eigentlich nicht, meines Wissens nach beißen Hummeln. So, Lieferung Kies zum Hafen ist abgeschlossen. So, noch Mais, Linsen und Whisky. Ja, habe ich nicht. Vielleicht habt ihr ja 163.000 Whisky übrig, ich nicht. So, 1,6 Millionen, sehr schön. Ich glaube, auch wenn es jetzt nachttechnisch schon ein bisschen blöd ist, der Mist hat nur weggestreut, ne? Würde ich jetzt aber schlafen legen. Oder wir spulen die Nacht einfach schnell vor. Machen so ein paar Kleinigkeiten, so wie hier Dünger, auch wieder Mist. Wir gehen jetzt auf. Ja.
mal mit dem noch schnell zum anderen Feld rüber und das noch machen, bevor ich den Tag wechsle. Weil wenn ich Tag wechsle, ist obwohl es ist Winter, ne? Es kann ja eigentlich nichts mehr wachsen. Aber Feld 30 wollte ich noch machen. Ja, ich würde den eigentlich den Laster umstellen, ne? Dass wir mit dem noch irgendwas anderes verkaufen. Erde oder Sand, den überschüssigen. Ja, aber 30 schon mal gekalkt haben, wahrscheinlich auch nicht, ne? Ne, auch nicht. Mal gucken, was hatten wir denn da noch so relativ viel im Kieswerk? Ich glaube Erde, ne? Rohöl haben wir 145.000, also das sollten wir dann auch automatisiert gleich rüberfahren lassen. Das sind ja wirklich drei Ladungen gleich in der Nacht, die wir rüberbringen können in die Raffinerie. So, Dünger wird hergestellt. Flüssigdünger hatten wir erstmal ausgeschaltet, weil wir es nicht brauchen und wir ein bisschen mehr Dünger auf Vorrat haben möchten. Glasfabrik läuft auf allen Schienen. Hat noch ein bisschen Sand. War ja nicht mehr lange, aber. Also Sand würde ich denn nicht unbedingt verkaufen aus dem Kieswerk. 180.000, aber Erde haben wir 355.000. Also verkaufen wir mal die Erde. Bei der Gärtnerei. Nur 76.000 wert. Naja, gut. Ist halt kein Produkt zum groß Geld verdienen. Kaufstelle, Gärtnerei. Mit Erde. Vier Touren kannst du, glaube ich, fahren. Das macht Sinn, Karin. Wenn man einen großen Fuhrpark hat. Ich muss aber meinen Flüssigkeitentransporter immer noch aufteilen. Mal macht er Gülle, mal macht er Gärreste, mal macht er Milch, mal macht er Wasser, mal macht er Flüssigdinger. Aber wir können das jetzt hier schon automatisiert einstellen. Das macht Sinn. Bohrinsel Öl und Gas. Hier soll er Öl, Rohöl einfüllen. Da haben wir da rum die Kinder. Mein Kind ist gerade gefallen. Aber Shelly ist schon da. So. Wo wollte ich jetzt hin? So, Raffinerie. Getreide. Rohöl. Dreimal fahren, ne? Momentan ist auch relativ viel. Rohinsel. Getreide. Rohöl. Eigentlich richtig, oder nicht? Doch, alles wieder Ruhe. So, scheint nicht ganz so schlimm zu sein. So. Konzerne frisch. Weiß ich gar nicht, ob wir da noch was hatten. Macht Sinn. Zwischendurch Rohöl, dann mal Diesel. Mike, danke dir für den 10. Monat. Danke für den Support. Vielen, vielen Dank, Leute. So, gleich mal los. Separator. Also wir haben nicht so viel Gärreste und Gülle, ne? Das werde ich wahrscheinlich erstmal abschalten, den Separator. Wir haben auch genug Herbizid produziert.
bis wir erstmal einen kleineren Bestand wieder aufbauen von Gülle-Gärreste. Das ist mal jetzt eine Düngerherstellung. Achso, wie gesagt, jetzt kommt das da oben auch schon rein als Bedarf. Molkerei Milch, Schlachterei Hühnerfleisch. Luzerne Frisch, hatten wir die nicht schon rübergefahren? Oder waren wir damit nur angefangen? Ich weiß es nicht. Hier, 57.000 Luzerne Frisch haben wir noch. Das reicht noch wieder für einen Tag für den Komposter. Komposter. Böen. Wir sind einmal noch mal, bevor wir jetzt wirklich den Tag wechseln, auf der 30 noch mal schnell gucken wegen Kalk. In der Hoffnung, dass es reicht. So, 18, ja, kalkulier mal schön. Verspeichern, kalken, F30, kalken. Okay. Moin Moin, danke auch so. Schönen Sonntag sei gewünscht. Einen sonnigen Sonntag, ne? Soll ja in einigen Bereichen ziemlich, ziemlich warm werden. Bei uns auch. Also für norddeutsche Verhältnisse, glaube ich, auch das wärmste Tag, glaube ich, bisher des Jahres. Noch geht's hier, weil heute Nacht ist es schön kühl gewesen. Über den Tag heizt sich das gut auf, ne? So, Klappe groß. Ne, passt ja. Ja, das wäre ganz... Obwohl das... Ja, zumindest ist es automatisch drin. Wenn wir das jetzt noch hier anklicken, macht er das auch, ne? Und letzter Wegpunkt sagen... Der Speedy, guten Morgen. 49. Monat. Danke dir, Speedy. Wahnsinn. Für dich muss ich bald wieder neue Alerts einbauen, weil über 49 Monate, ab 50 Monaten oder irgendwas, muss ja mal irgendwas Neues wieder kommen. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Danke für den 49. Monat. So lange haben wir Twitch. Dann kann man es immer ungefähr ausmachen an Speedy und Jenny so ungefähr. Wie lange wir schon Twitch haben. Danke euch. Vielen Dank an dich. Danke, danke. Hier so komisch.
Ja, ein bisschen früher bringen wir, oder? Ach komm. Wollen wir einfach mal schnell mal was selber machen. Glaube ich, ein bisschen schneller in diesem Fall, als wenn wir jetzt auf den Helfer vertrauen. Dann schaffen wir das noch vor Mitternacht. Rohölbedarf oben ist auch raus aus der Liste. Da ist zweimal Milch drin, ne? Das ist nicht unbedingt so ein gutes Zeichen. Also viel Milch haben wir nicht. Also bei der Molkerei muss ich wohl oder übel mal drüber nachdenken. Produktionslinien zu schließen. Dass wir vielleicht erstmal nur Milch und Butter zum Beispiel herstellen, aber nicht mehr Quark, Joghurt und so und Sahne. Weil ich komme noch nicht hinterher mit dem Milchbedarf mit unserem aktuellen Kuhbestand. Na gut, man könnte jetzt auch, wenn man sich den Kontoausstand anguckt, könnte man natürlich auch schon über diesen Rinderbau, Schweinehof, wie auch immer umbauen, langsam nachdenken. Aber dafür müsste ich mich erstmal darauf einigen, wie ich das genau machen möchte. Und das habe ich, noch nicht mit mir ausgemacht. Aber schaffen wir noch vor Mitternacht, wo jetzt Wachstum oder der Monatswechsel reinkommt. Oder auch nicht, ne? In dem Moment ist der Kalkstreuer leer. Nachts kann man besser in Ansicht mal fahren, ne? Dann besser. So, Kari, eine Frage an alle. Wie hoch ist der Stundenzahl am... Was? Stundenzahl am Träger? Drescher wird gerne mal wissen, wie das bei euch in den ältesten Träger und Drescher aussieht. Also, Karin, frag mal in die Runde, welche Fahrzeuge ist bei euch das Fahrzeug mit den meisten Betriebsstunden. Bei mir ist es, glaube ich, immer noch irgendeiner von den Fans. Wobei, ne, die John Deere gefühlt haben wir noch gar nicht so lange, aber der hat auch schon 62 Stunden auf der Uhr. Ja, das stimmt. Aber ich glaube tatsächlich, so größten Gewinn kannst du... Alter. Oh, warte, klar. Größten Gewinn kannst du aber nicht so pauschal ausmachen, weil die Preise schwanken ja. Und es gibt, glaube ich, jetzt müsste ich gucken, aber ich glaube, ich habe jetzt... Die Produktionslinien sind ja alle ziemlich identisch. Das ist jetzt kein großer Unterschied, ob du Milch laufen lässt, Joghurt oder Butter. Man kann es natürlich jetzt versuchen, auf die Preise zu gucken, wo jetzt gerade aktuell die größten Preise sind, aber die sind auch ziemlich parallel laufend, ne? Sonst kann ich natürlich auch erstmal sagen, machen wir das im Labor. Aber ist auch blöd, ne? Ja, Siliermittel ist ja noch... Sollte weiterlaufen, weil Siliermittel bringt auf jeden Fall, glaube ich... Dann müsste jetzt die Produktionslinie Siliermittel und Milch dann im Vergleich sehen. Aber hoffen, dass wir weitere Kühe kriegen, die auch bald Milch produzieren. MAN-LKW hat Tom mit 414 Stunden. Respekt.
Riparien hat einen Träger mit 571 Stunden und einen Drescher mit 453 Stunden. 1050, 315 Stunden. 555 Stunden, das sah schön sein. Der Firefighter tauscht über 150 Stunden aus und holt sich neue. Jo, daher hat man auch vor Mitternacht schnell. So, waren wir stehen geblieben? Überliegend irgendwo, ne? Ne, hä? Hier unten? Egal. Das ist ja schön, dass mit britischen Farben hier streut auch nur dahin, wohin gestreut werden soll. Also ich würde meine Fahrzeuge nicht mit 150 Stunden austauschen. Man hat ja eh die Werkstatt, die, oder wir zumindest hier, die nur eine Pauschale kostet und dafür praktisch alle Fahrzeuge wartet. Bevor man sie dann zur Reparatur schickt. Und so viel Geld hatte ich ja auch gar nicht übrig. Ob das Schilder auf Zähler auf 1000 Stunden geht. Hast du da ein bisschen was vor bis 1000 Stunden? Das wird bei mir wahrscheinlich keiner schaffen. Oh, wieso musst du denn so viel Lücke lassen? Die erkennt er, glaube ich, nicht mehr. Gut, aber ich erkenne, dass die Zeit schon wieder rum ist, Leute. Vielen Dank fürs Reinschalten. Das war es jetzt mit Kalken. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Gerade noch so. Da hat er jetzt gerade nochmal wieder kurz angefangen, ne? Jetzt habe ich es aber eingeklappt. Und wir sagen, am nächsten Tag sehen wir uns im Hellen wieder, ne? Haben wir genug die Nacht gehabt. Den Separator gleich noch abschalten, weil ansonsten läuft er eh nicht mehr. Wenn wir uns jetzt schlafen legen oder die Nacht auf schnell durchspulen. Dann sehen wir uns am nächsten Morgen wieder so ungefähr. Vielen Dank fürs Reinschalten. Kurze Pause. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.